Das Vorarlberger Tierschutzheim in Dornbirn hat 12 Wochen Nachwuchs bekommen. Wie geht es den Kleinen? Alle kleinen Welpen sind wohlauf, sie sind gut genährt, der Gesundheitszustand ist optimal. Wie alt sind die Welpen mittlerweile? Die Welpen sind genau 8 Wochen alt. Sie sind verspielt und neugierig und fangen gerade an, die Welt zu erkunden. Die Sozialisierung bei den Welpen ist noch nicht so gut. Sie kennen noch nicht sehr viele Umwelteinflüsse. Das Ganze muss jetzt natürlich von den neuen Besitzern in Angriff genommen werden, damit sie alles kennenlernen, damit es tolle Hunde gibt, Erwachsene. Um welche Rassen handelt es sich? Es sind Mischlingswelpen. Die Mutter war ein Schäferhund, der Vater ein Berner Sennhund. Genaueres wissen wir nicht, ob noch eine andere Rasse mitgemischt hat oder nicht, aber alle Jungtiere sind ungefähr gleich. So vermuten wir, dass es doch ein Berner Sennhund der Vater war. Also es werden alles große Hunde. Das bedeutet, dass die Welpen nicht hier im Tierschutzheim auf die Welt kamen? Nein, die Welpen sind nicht im Tierschutzheim geboren. Sie sind gestern eingeliefert worden. Das heißt, jetzt zu dieser Zeit ist die Vermittlung nicht so optimal privat. Die Züchter oder Besitzer haben sich an das Vorarlberger Tierschutzheim gewandt, um bei der Vermittlung behilflich zu sein. Es ist doch ein sehr großer Wurf mit 12 Welpen. Und die richtigen Besitzer zu finden, ist eine recht schwierige Sache. Was wurde bei den Welpen bereits gemacht, beziehungsweise wie geht es nun weiter mit dem Nachwuchs? Die Welpen wurden bei uns entwurmt, entfloht, bekommen dann einen Chip, der jetzt gesetzlich vorgeschrieben wird vom Gesetzgeber. Und sie werden dann auch schon bald die erste Impfung erhalten, bevor sie noch an die neuen Besitzer weitergehen oder gegeben werden.